Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum FIFA-Orakel. Ja, und wie ihr jetzt hier in der Grafik eingeblendet sehen solltet, ist es ja Spiel Nummer 3, was wir jetzt sehen, England gegen Italien. Und ja, wir haben die ersten beiden Orakel durch. Wir hatten beim Spiel Brasilien gegen Kroatien den Sieger Brasilien, der ist ja auch tatsächlich dann so eingetreten. Und jetzt hatten wir Spanien gegen Holland, da hatten wir natürlich die Sederson auf dem Zettel. Ja, die Holländer haben sie demontiert, 5-1, was war das für ein Spiel, heftig. Bisher lebt ihr eben von krassen Fehlentscheidungen. Da sind auch welche gefallen, eigentlich auf beiden Seiten. Und ja, damit steht es 1-1 im Orakel zwischen Alf Multigamer und der echten Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich bin gespannt, was heute am nächsten Spiel passieren wird. Wir werden heute, wie gesagt, England gegen Italien machen. Und ich bin so frei und nehme die Engländer heute, glaube ich. Obwohl ich sie überhaupt nicht leiden kann. Aber mit Italiener kann ich noch viel weniger anfangen, weil ich deren Spielstil einfach nicht mag. Deswegen nehmen wir heute also England und Italien. Moment, wo haben wir sie? Hier. Italia. Und England spielt in Rot. Italien im klassischen Blau. So, was haben wir denn hier auf Profi? Was ist denn hier los? Ja, ganz sicher spielen wir auf Profi. So weit kommt es noch. Und wir spielen nur 5 Minuten. Was ist denn hier passiert, Mensch? Naja, egal. So, was haben wir denn da? Joe Hart, Johnson, Cahill, nee. Jagielka, Baines, Gerrard, Henderson, Sterling, Welbeck, Rooney und Sturridge. Und auf der anderen Seite haben wir Abate, Bonucci, Chiellini, Di Ciglio, De Rossi, Verratti, Marchisio, Pirlo, Candreva und Balotelli. Also es ist wirklich ein Aufgebot von Superspielern. Dennoch bin ich der Meinung, dass beide Teams, ich bin wie gesagt kein Fan von beiden Teams, überhaupt keiner. Ich tippe dieses Spiel auf jeden Fall auf ein Unentschieden, auch wenn ich leichte Vorteile bei Italienern sehe. Aber wir sind jetzt die Three Lions, wir müssen uns mit dieser Rolle abfinden und ich gehe mal auf Offensiv. Gucken wir mal, wie wir das Orakel beeinflussen können. Ich tippe wie gesagt auf ein Unentschieden bei der WM und ich würde auch sagen, dass in dieser Gruppe beide Mannschaften es nicht leicht haben werden, glaube ich zumindest irgendwie. Aber Italien wird es irgendwie richten. Das ist ja immer so, die kommen jetzt erst mit 3 Unentschieden durch. Das ist ja einfach bei Italien so. Balotelli, den können wir gut klären hier. So, gleich mehr zur Gruppe. Mal konzentrieren. Gut von Johnson auf Sterling. Gerrard. Rooney. Der spielt ja bei uns bei Manchester United eine Riesensaison in der Karriere. Das ist Johnson und das ist Rooney. Das ist Buffon, der 100 Jahre alte Gianluigi Buffon, immer noch in Topform. Achtung, Balotelli. Sehr gut abgelaufen von Henderson hier. Und wieder Johnson. Jawohl, das war ein sehr guter Pass auf Leighton Baines. Da dürfte Welbeck abseits sein. Okay, Abate ist da. Wieder Balotelli, der macht alles. Pirlo mit dem Fehlpass. Also, Welbeck. Leighton Baines. Leighton Baines. Oh, Ferrati ist ganz stark da. Jetzt muss Kane sofort raus. Und verliert den Zweikampf. Achtung, jetzt wird es gefährlich. Ferrati. Eieiei, da haben wir uns ein bisschen gegenseitig im Weg gestanden gerade. Wie gesagt, so zum Thema Gruppe Uruguay sehe ich da ganz groß. Und eine von diesen beiden Mannschaften könnte an Uruguay scheitern. Ei, Joe Hart. Wer von beiden, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Costa Rica, denke ich, wird einfach 3 übelste Lehrstunden kassieren. Da bin ich mir relativ sicher. Aber Uruguay sehe ich da sehr stark in dieser Gruppe. Und ich glaube, auch im zweiten Spiel werden wir die Unos dann orakeln, beziehungsweise auch spielen. Ein Riesenball auf Welbeck. Ein Riesenball auf Welbeck. Und der macht ihn nicht, weil Abate super steht. Henderson mit viel Schwung gerade. Also England hier die bessere Mannschaft. Verratti wieder. Zweimal Verratti geklärt. Und jetzt kommt Rooney mit einem Monster-Tempo nach hinten gegen Candreva. Kann mit der Grätsche nichts verhindern. Achtung, Balotelli. Pirlo. Wird gut gestört von Gerrard jetzt. De Rossi. Wunderbar. Nein, doch nicht wunderbar. Jetzt ist ein bisschen viel hin und her hier. Achtung, Achtung. Wunderbar. Gerrard ist da, der Pflegefall im englischen Tor. Der auch eindeutig immer dafür spricht, dass England Probleme haben wird. So ein Torwartproblem haben sie in jedem Turnier. Und bei Iker Casillas hat man gesehen, was passiert, wenn der Keeper nicht richtig fit ist oder richtig auf der Höhe scheint mental. Das ist bei England immer so. Die sind vielleicht mental auf der Höhe, aber einfach, ja, technisch nicht, in Anführungsstrichen. Und bei Casillas war es halt mental.
A2 mitverschuldet und dann sieht man, wie schnell das geht. So. Sterling. Und deswegen glaube ich, dass die Engländer es hier auf jeden Fall schwerer haben werden als Italien in dieser Gruppe mit Uruguay. Achtung jetzt aber Gerrard. Und da auch noch ein Buffon ist da. Wunderbar. Gianluigi Buffon rettet für Italien. Eckball über Gerrard getreten. Weit rausgezogen ist er nicht. Oh, Buffon ist vor dem einschussbereiten Jackie Kadar. Achtung. Den haben wir abgefangen mit Leighton Baines. Der spielt auch gut bisher. Sterling. Ja, da wollte er ein bisschen skillen. Italiener, die sind da ja eiskalt. Die kannst du so einfach nicht vernaschen. Wayne Rooney. De Rossi. Immer noch ein Riesenspieler, De Rossi. Klasse von Sterling eigentlich. Kann Balotelli den Ball abnehmen. Jetzt gibt's Foul. Egal, weiter geht's. Schnell ausgeführt über Cahill auf Leighton Baines hoch auf Henderson. Achtung, auch Henderson muss ein bisschen aufpassen gerade. Baines läuft sich gut frei. Ja, schade. Abate ist auch sehr präsent im Spiel. Und wir sind schon mal 35 Minuten. Joe Hart hat den zweiten Ball oder dritten Ball jetzt schon gefangen. Allerdings sind das keine Torschüsse gewesen. Sehr gut von Henderson erneut. Henderson macht auch einen guten Eindruck. Sturridge, der Mann vom FC Pool. Sterling, ebenfalls von Liverpool. Sehr schön auf Johnson. Oh, Marquiso kann die Flanke verhindern. Und Rooney. Wayne Rooney ist immer da. Wayne Rooney. Ja, ja, unser Karrierespieler Wayne Rooney. Deutet da schon weg. Und ja, jetzt ist er auf einmal ein Go-To-Guy. Aber dazu mehr im Karrieremodus. Der im Moment dadurch ein bisschen bracher liegt. Dass wir jetzt WM-Orakel jetzt machen. Das ist ja wohl logisch. Chiellini, das ist ein Foulspiel an, nee, von Sterling an Chiellini. Okay. Da musst du mit leben. Die Schilie, auch ein Mann von Man United in unserer Karriere. Also hier sind so ein paar Bekannte dabei. Danny Welbeck ja ebenfalls. Sturridge kann die Schilie nicht vom Ball trennen. Und der Rossi wohl auch nicht. 43. Minute über Verratti. Abate. Italien ist ja sehr harmlos, muss ich sagen. Wir machen ein ganz gutes Spiel. Bonucci. Abate. Verratti. Candreva. Also man kann sich auch täuschen. Die jungen Engländer, beziehungsweise die etwas jüngeren Engländer. Man hat es heute bei den Niederländern gesehen. Das eine ist nicht immer schlecht und das andere natürlich auch nicht. Sterling. Guter Trick. Rooney. Hat er noch einen? Nee, hat er nicht. Der war viel zu weit für Sterling. Und jetzt ist Buffon am Ball und jetzt müsste eigentlich Pause sein. Es ist Pause. Pause in der WM im Orakel. 0-0. Das ist so ein Spielstand, der könnte zu diesem Spiel passen. Da bin ich mir relativ, naja, wenn wir sagen, sicher. Sicher ist man sich nie bei der WM. Aber das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, das unterschreibe ich direkt. Und ja, ja, Zweikampfwerte sind toll. Ballbesitz 54%, da sind wir gar nicht so schlecht. Jetzt gucken wir mal, was wir noch auf der Bank haben. In diesem Kader. Vielleicht sitzt da ja noch irgendwas, was uns so richtig in. Luke Shaw zum Beispiel, den werden wir jetzt auch bringen, aber nicht für Leighton Baines. Das ist eben die Frage. Warum für Leighton Baines? Eieiei. Da muss ich schon fast überlegen, ob ich Welbeck unternehme. Das mache ich auch. Ich schiebe Baines eins vor. Gucken wir mal noch, für Jones ist klar. Wilshere ist auch immer interessant. Lambert, ich würde sagen, Jack Wilshere bringen wir noch. Und zwar haben wir da Henderson und Gerrard, die sind beide sehr gut gewesen. Gucken wir mal, wen haben wir denn noch so zum Auswechseln? Sterling ist eigentlich wichtig, Baines ist gut, Rooney, Sturridge. Nein, wir sparen uns mal den Wechsel noch auf mit Wilshere, den kann man immer noch bringen. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei dem einen Wechsel. 2-0 Torschüsse ist übrigens auch bitter. So. Also Luke Shaw kommt rein. Danny Welbeck geht runter. Leighton Baines geht einen vor. Wir versuchen weiter Gas zu geben im Spiel gegen Italien. Wo ich schon sage, es wird für beide Mannschaften ein richtungsweisendes Spiel. Ich glaube zwar nicht, dass beide gegen Uruguay verlieren. Aber ich glaube auch nicht, dass beide gegen Uruguay gewinnen. Das muss ich einfach mal so sagen. Verratti. Abate. Ja, wir nehmen jetzt gerade eine Dreiviertelstunde vom Chile-Spiel auf. Also Chile gegen Australien ist heute Abend noch ein Spiel, was wir gucken. Das ziehe ich mir noch rein und dann muss ich um 7 in die Meisterschule morgen früh. Das ist halt während der WM so. Da muss eben mal ein bisschen weniger Schlaf dabei. Sterling. Ah! Deswegen nehme ich jetzt auch zwischen den Spielen einfach mal auf, was mir normalerweise nie passieren würde, weil ich immer gerne gucke. Allerdings bei ARD und ZDF brauche ich die Kommentatoren und Reportagen eigentlich generell nicht so. Bin ich von Sky eigentlich einfach wesentlich Besseres gewohnt. Gerrard löst das klasse gegen 2. Luke Shaw zum ersten Mal im Offensivbereich am Ball. Auch ein Spieler, den wir bei Manchester geholt haben. Verratti ist aber da. Verratti ist ganz, ganz stark.
Und Henderson kann tatsächlich verhindern, dass Balotelli am Ball kommt. Und Balotelli müssen wir stoppen. Das ist einfach klar. Achtung, gefährlich. Oh, Joe Hart, sehr gut. Hätten wir fast selber verlängert. Okay, lässt durch für Johnson. Weiter geht's jetzt. Über rechts, über Sterling. Der Balotelli kann Sterling nicht ganz aufhalten. Jetzt muss Rooney aufpassen. Das macht er sehr gut auf Sterling. Und Sterling kommt zur Flanke. Nein! Abate ist vor Sturridge da, der schon zu weit vorgelaufen war. Und Leighton Baines, der Mittelfeldspieler. Jetzt in dem Fall. Luke Shaw, Henderson. Henderson bringt die Flanke. Die Schiedio. Rooney, Baines, erneut Henderson. Henderson legt sie in den Rückraum. Da ist Sterling. Den kann er nicht genau kontrollieren. Schießt jetzt aber Sterling. Der ist noch heiß. Henderson, ich drehe durch. Also er wird damit den Druck. Dennoch unentschieden. Und das ist ja so das Italien-Ergebnis. 0-0. Den hat Henderson noch. Und wie er den noch hat gegen Abate. Aber Abate kann das Ding wieder klären. Das ist unglaublich. Luke Shaw. Draufgetreten. Gut gemacht. Baines. Seid hier unten gerockt. Henderson. Abate ist da. Jeder Henderson sehr zweikampfstark. Und jetzt wechseln sie. Motta kommt rein. Für Verratti. Und das kann gut für unser Spiel sein hier in dem Fall. Rooney. Rooney, der sieht Gerrard. Gerrard ist frei. Bevor Pfosten 1-0. England führt. 67. Minute hat sich angedeutet in der zweiten Halbzeit. Steven Gerrard. Schön an den Pfosten geschossen und Wayne Rooney wieder mit der Vorlage. Und ja, so frei darf man den englischen Kapitän nicht stehen lassen. Da kann auch Gianluigi Buffon nichts mehr machen. Und ja, der war sowas von genau. Sehr, sehr, sehr schönes Tor von England und das ist verdient. Ich bin gespannt, wie es jetzt ausgeht. Kommen die Italiener zurück und kaum nehmen sie Verratti runter, war der Platz in der Mitte, der die ganze Zeit eigentlich dafür gesorgt hat, dass die Mitte dicht ist. Welch ein Coaching-Fehler. Das erinnert mich so ein bisschen an das Spiel 2006 von Deutschland gegen Argentinien, wo Pellegrini, oder was Pellegrini? Nein, Pellegrini war es nicht, oder? Egal, wo auf jeden Fall der argentinische Cheftrainer Riquelme runternimmt beim Stand von 1-1 und Argentinien dachte, okay, das war's. Wir wollen nur in die Verlängerung und Deutschland ist mehr Meterschießen besser und hat die erste Chance. Abate gegen Hart. Mein lieber Mann, da habe ich jetzt mich so in den Vergleich zu 2006 hier geredet, dass ich fast vergesse, weiter Fußball zu spielen. Sterling. Jetzt können wir kontern. Super durchgesetzt, der Sterling. Sturridge. Was ist jetzt? Jetzt fällt mir das Mikrofon fast um. Entschuldigung. Ich hoffe, das ist jetzt, diese technische Panne hat euch jetzt nicht sonderlich getroffen. Ich hoffe es zumindest, dass ihr das nicht so laut gehört habt. Warum auch immer mein Mikrofon gerade gewackelt hat. Technische Probleme überall. Im Moment bei mir. Mit dem neuen Mikrofon habe ich noch so meine Probleme. Ich hoffe wirklich, ihr verzeiht es mir. Ich komme einfach im Moment noch nicht dazu, ausgiebig zu testen. Und ich hoffe dann, dass ihr es trotzdem gerne schaut. So, Henderson. Henderson täuscht den Schuss an. Sehr gut. Luke Shaw. Luke Shaw vorbei. Ei, zu weit. Zu weit. Aber trotzdem. Sterling ist da. Aber der Chilio ebenfalls. Die Chilio. Kommen die Italiener nochmal zum Angriff. Das war gut gemacht von die Chilio. Den Sterling da den Ball behauptet, mehr oder weniger. Marchisio. Achtung, Pirlo. Der große alte Pirlo. Balotelli Doppelpass. Ich muss aufpassen. Der Rossi ist durch. Aber jawohl. Jack Wilka ist da. Kenne ich persönlich übrigens überhaupt nicht, den Typ. Okay, das war mutig, aber auch gut. Henderson. Vielleicht sollte ich jetzt doch nochmal einen Wilshire bringen. Aber Leighton Baines. Jetzt können wir erstmal gehen. Leighton Baines. Der sieht, dass Rooney da unten läuft. Und Rooney sieht Sturridge. Sturridge kommt nicht dran. Chiellini ist einfach nur da. Pirlo. Ah, Balotelli. Mit dem ist nicht leicht Kirchen essen, aber Johnson. Kirchen vor allen Dingen, ja. Kirschen selbstverständlich. Gerrard. Henderson. Rooney. Wayne Rooney. Sterling. Kein Abseits. Kein doch Abseits. Schade, schade, schade. Eigentlich gut gespielt. Balotelli jedenfalls. Und jetzt kommt noch Cassano. Balotelli und Cassano. Entschuldigung, werden es jetzt auf jeden Fall reißen müssen. 5 Minuten. Der Druck der Italiener ist nicht wirklich spürbar, muss ich sagen. Gerrard. Sturridge, der legt durch auf Rooney, der hat Pech, schade. Wayne Rooney hat Pech. Thiago Motta, Baines gegen Abate. Am besten ist natürlich, man hätte den Ball vom Tor weg. Chiellini, jetzt machen wir schönen Druck hier, seht ihr. Aber die Italiener können sich da raus kombinieren. De Rossi hat auch wieder Glück. Aber Luke Shaw ist da. Boah, Immobile, der Deutsche, der neue Deutsche, ja, von Borussia Dortmund. Ciro Immobile. Aber nichts zu sehen. Das war ein Missverständnis jetzt mit Henderson da unten bei Baines.
Immobile habe ich im ganzen Spiel noch nicht einmal gesehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Italiener kommen, dann werden wir garantiert mit Immobile. Achtung, jetzt ist es passiert. England gewinnt im Orakel 1-0 gegen Italien. Das fände ich ja wirklich witzig. Kann ich mir nicht vorstellen, aber hier sehen wir noch einmal gute Chancen. Das ist, wie gesagt, ein Orakel. Das ist ja das Schöne daran. England also 1, Italien 0. Wenn es so kommt, und hier sehen wir es, Phil Jagielka ist Spieler des Tages. Habe ich persönlich, wie gesagt, noch nie gehört, den Namen. Und ich bin, generell bei der WM manchmal ein bisschen überfragt im Moment. Aber egal, das ist nicht so schlimm. Man merkt einfach, dass ich im Moment kaum Zeit habe, mich mit Fußball zu beschäftigen. Deswegen mache ich es trotzdem immer noch gerne. Ich hoffe, das Orakel hat euch einmal mehr gefallen. Und wir sehen uns dann morgen zum Spiel Deutschland gegen Portugal. In diesem Sinne, ciao. Und haut rein.